The Lord is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Ein dreifaches religiöses Bündnis. Und ich sah aus dem Rachen des Drachen und aus dem Rachen des Tieres und aus dem Munde des falschen Propheten drei unreine Geister kommen, gleich Fröschen. Es sind Geister von Teufeln. Die tun Zeichen und gehen aus zu den Königen der ganzen Welt, sie zu versammeln zum Kampf am großen Tag Gottes des Allmächtigen. Durch das Dekret zur Durchsetzung der päpstlichen Einrichtung, durch die Gottes Gesetz übertreten wird, wird sich unsere Nation, die Vereinigten Staaten, ganz von der Gerechtigkeit lösen. Wenn der Protestantismus die Hand über die Kluft streckt, um die Hand der römischen Macht zu ergreifen, wenn er über den Abgrund langt zum Handschlag mit dem Spiritismus, wenn unser Land unter dem Einfluss dieses dreifachen Bundes jeden Grundsatz seiner Verfassung als eine protestantische und republikanische Regierung verwirft und dafür sorgt, dass päpstliche Irrlehren und Lügen verbreitet werden, dann können wir wissen, dass die Zeit für Satans übernatürliches Wirken gekommen ist und das Ende nahe ist. Durch die beiden großen Irrlehren, die Unsterblichkeit der Seele und die Heiligkeit des Sonntags, wird Satan die Leute seinen Trügereien aussetzen. Während Erstere die Grundlage für den Spiritismus legt, schafft Letztere ein Band der Sympathie mit Rom. Die Protestanten der Vereinigten Staaten werden die Ersten sein, die ihre Hände über die Kluft strecken, um die Hand des Spiritismus zu ergreifen. Dann werden sie über den trennenden Abgrund hinüberlangen zum Handschlag mit der römischen Macht. Unter dem Einfluss dieser dreifachen Verbindung wird dieses Land in die Fußtapfen Roms treten und die Gewissensfreiheit mit Füßen treten. Anhänger des Papstes, Protestanten und Weltmenschen werden allesamt eine Form der Frömmigkeit ohne echte Kraft akzeptieren. Sie werden in diesem Bündnis eine großartige Bewegung zur Bekehrung der Welt und zum Beginn des lang ersehnten Millenniums sehen. Wenn unsere Nation, die Vereinigten Staaten, sich von den Grundsätzen ihrer Verfassung derart abwendet, dass sie ein Sonntagsgesetz verabschiedet, wird der Protestantismus in diesem Akt dem Papsttum die Hand reichen. Das heißt nichts anderes, als die Tyrannei zu neuem Leben erwecken, die so lange auf eine Gelegenheit gewartet hat, nämlich wieder ihren aktiven Despotismus zu praktizieren. The Lord is coming. Are